So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deadly Rooms of Death, King Dugans Dungeon. Wir haben gestern diesen Raum gefunden, der unterhalb vom Exit war. This room is gonna give me nightmares. Ist jetzt auch nicht der coolste Raum. Und der einfachste. Aber ich glaube, das ist einfach genug, dass ich den kriegen sollte. Okay. This room is gonna give me nightmares. So nicht. Okay.
nö. Dann ist beim letzten Teil verkackt. Ich hab so ein bisschen auf.
Never again. Never again. Das. Ja. Das trifft den Raum. Nie wieder. Das ist. So ein Raum. Der ist ganz okay, aber. Dann wirst du jetzt nicht unbedingt öfter machen. So. Dann haben wir den Exit schon gefunden. Aber da kommen wir noch nicht durch. Den Raum haben wir letztes Mal instant geschafft. Einfach nur, weil ich die Mimik ziemlich gut platziert habe. So. Den Raum da liegen, also den hier, würde ich jetzt ungern machen. Um ehrlich zu sein. Ja. Dann hätten wir noch übrig, wahrscheinlich keinen Raum, oder? Also gut, dann machen wir den Mehrteilerraum jetzt. Außer wir haben hier noch auf der Karte einen anderen Raum, der rot ist. Nö, das ist der letzte Raum. Nice. Den mache ich jetzt nicht ganz in der Folge. Einfach nur, weil er bescheiden ist. Ich warte jetzt erstmal bis zu dem Zeitpunkt. Dann lass das Messer schlagen, das passt. Okay. So viel Tieren farmen wie nur möglich, damit ich so wenig Haarbabys spawnen kann wie möglich. Ich will nicht ein cooler Raum.
da, den Schnee ist weit entfernt. Und wollen jetzt. Theoretisch, wenn es möglich wäre. Dann speichern. Das ist nämlich schon mal Fortschritt. Ich weiß schon, warum ich da gespeichert habe.
jetzt irgendwas anderes machen. Speichern. Weil da kommt jetzt kein Tier mehr rein. Da.
also erstmal so viel, wie ich wegmachen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich den Raum weitermache und hoffentlich noch nicht verkackt habe. Ciao und